Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyborn. Wir haben in der letzten Folge den Vulkan nach Knöpfchen durchsucht und steigen jetzt durch die Tür. Und was finden wir? Natürlich mehr Gegner. Moment, wo ist denn... Aber die hauen alle ganz schön ordentlich rein, aber wir benutzen mal Napalm. Obwohl das ja eigentlich nicht so ganz erlaubt ist. Aber okay. Wir sind hier ja nicht im echten Leben, sondern bei Skyborn. Okay, den einen haben wir weg. Claret ist allerdings ganz schön angeschlagen. Aber das sollte kein Problem mehr darstellen. Machen wir mal den einen Dieb weg. Guarded by Sullivan, das ist okay. Bandit Leader ist natürlich nicht weg. Warum denn auch? Du kümmerst dich mal um den Kack hier. Du auch. Und Corwin heilt mal Madame Claret. Und Shaska gibt der Madame dann den Rest. Und Kabam. Bis jetzt haben wir ohne Verluste gespielt. Das gefällt mir. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Nächste Gegner. Wieder diese Cherry Jellies. Oder soll ich nochmal Napalm? Ach, machen wir nochmal Napalm-Shot. So machen wir ordentlich viel Schaden. Hier auch nochmal ein Regenerate, bitte. Theoretisch könnten wir das Gefecht so weit rausziehen, dass wir das schaffen quasi mit, keine Ahnung. Hab schon vergessen, was ich sagen wollte, super. Wir greifen hier einfach dauernd an. Hier nochmal ein Cure. Und Shaska. Und Claret. Und der Cherry Jelly ist weg. So, dann schauen wir mal weiter. Gibt es hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können, außer Gegnern? Außer Cherry Jellies, die hier irgendwie überall sind. Können wir Napalmen? Ja, wir können Napalmen. Und das Ding macht auch ordentlich viel Schaden, dieses Napalm-Zeugs. Hier können wir auch nochmal regeneraten. Weil, warum nicht? Blip, blip. So, hier einen. Okay, 22 haben wir nicht für den Napalm-Angriff. Aber so greifen wir jetzt einfach mal an. Shaska und Claret müsste dem den Rest geben. Tatsache. Die nächsten Gegner. Claret hat wieder ein Level up erhalten. Das geht ja rucki zucki hier. Und noch mehr Gegner. Okay. Ein Snipper und zwei Anacondas. Dann greifen wir zuerst mal den Snipper an. Beziehungsweise können wir Napalm natürlich nicht. Aber der Snipper sollte weg sein. Corwin, bitte. Ach, das gibt's doch nicht. Naja, was Scholz? Okay, die eine Anaconda ist weg. Corwin sollte dem Snipper den Rest geben. Und jetzt noch in Ruhe die letzte Anaconda weg. Badam. Alle sind glücklich und zufrieden. Corwin, Level up. Was haben wir hier noch Schönes? Nix, aber einen Ausgang. Dann gehen wir da durch und finden uns draußen wieder. Ach was. Zack, noch mehr Gegner, noch mehr Anacondas. Ja, einfach auf den Snipper. Können wir Napalm, ja. Geht das nach Prozent? Ja, es geht nach Prozent, okay. Anaconda 1, Anaconda 2. Die machen ordentlich Schaden. Die machen ordentlich Schaden. Aber den Snipper haben wir weg. Jetzt die eine Anaconda weg, die zweite Anaconda weg. Mit dem Leben schaut es jetzt
nicht so gut aus, aber passt. Oben oder unten? Oben oder unten? Zuerst mal kümmern wir uns um den Gegner hier. Und natürlich sind es wieder solche Bandits. Napalm können wir nicht anwenden. Expose Weakness und nochmal. Könntest du einen wegmachen? Nein, aber Corwin macht das bitte. 85 Schaden, 149 Schaden, das ist noch okay. Jetzt auf den nächsten Bandit Leader. Ja, ja, Exposed Weakness ist okay, ist alles okay. Den haben wir weg, hier werden wir nochmal regeneraten. Und dann in Ruhe die zwei übrig gebliebenen Diebe beseitigen. Theoretisch könnte das sogar in einer Runde hinhauen. Nee, haut natürlich nicht hin. Aber Dieb B ist weg. Und Dieb A ist jetzt auch weg. Super. So, oben oder unten? Schauen wir mal. Da könnte ich da runterklettern. Da gibt es Erfahrung. Okay. Hier noch ein paar Gegner. Zwei Anacondas. Die eigentlich kein Problem darstellen sollten. Natürlich greift eine von den beiden uns noch an. Super. Aber 174 Schaden ist jetzt auch nicht die Welt. Außer das Gift, das mit 220 mehr. Aber Sullivan hat Level 16 erreicht. Schön. Super toll. Gefällt mir. So, hier springen wir mal da runter durch den Vulkanzimmer durch, wie es scheint. Gibt es da unten noch irgendwas? Da unten muss es doch irgendwas geben. Erfahrung. Bisschen Erfahrung, aber okay. Noch mehr Gegner. Ich will endlich ein Bett. Was ist das? Was ist das? Megaflies? Dann gehen wir... Gehen wir mal auf einen Megafly und schauen, wie viel das aushält. Nicht so viel. Das ist das Schöne dran. Ein Megafly ist weg. Hier regenerate. Und ich hoffe, dass keiner stirbt. Aua. Aua. Bis jetzt schaut es noch ganz gut aus. Ich glaube nicht, dass irgendwas großartig passieren wird. Sullivan kümmert sich um Megafly. Du heilst mal den Herrn Sullivan. Und tschüss, Snipper. Tschüss, Snipper. Geht doch. Also die Gegner, die werden ganz schön wow. Muss ich schon sagen. Sind aber noch im akzeptablen Bereich. Ein Snipper und zwei Anacondas. So, hier eine Anaconda weg, bitte. Anaconda A greift an, vergiftet uns nicht. Sondern hat bloß Silence. Was auch immer Silence heißen mag. Also Stille ist schon klar, aber... in Bezug auf hier Statuswerte und so. Zack. Du heilst nochmal Sullivan. Und tschüss. Naja, tschüss. Okay, Shaska hat bald wieder ein Level up. Und hier noch mehr Gegner. Und wieder die Standard-Sachen-Dings-Zeugs da. Nämlich einen Snipper und zwei Anacondas. Aua. Achso. Dann regenerate bitte, weil zwei angeschlagen sind und sogar stark angeschlagen sind mittlerweile. Auf den Snipper, du die Anaconda. Corwin wird nochmal heilen und Corwin hat fast kein MP mehr, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht, ich will endlich eine Raststation, wo ich rasten kann. Shaska hat ein Level-Up erhalten. Und Iron.
Iron. Iron Ore. So, noch mehr Gegner. Ganz viele Gegner und ganz viele Sachen zum Mitnehmen. Schon wieder mega Fleiß. Aua. So. Du greifst den Snipper an. Du machst Napalm. Du. Eine Megafly weg. Du den anderen Megafly weg. Oder eben nicht. Ich sehe den Balken da nicht. Ah, okay. Wieder auf den hier. Du kümmerst dich um den Snipper. Du um den Megafly. Und jetzt möchte ich gerne heilen, wenn das... Oh, wir haben eine Potion erhalten. Dann schauen wir mal mit einem Red Delicious zum Beispiel. Claret und Sullivan. Wenigstens ein bisschen, dann fühle ich mich besser. Hier ein bisschen Kohle mitgenommen. Hier, was auch immer das sein mag. Diamond. Okay, wir haben Diamonds gefunden. War ja klar. Den ganzen Weg wieder zurück. Dann hier durch. Die Erfahrung geschnappt. Und jetzt nochmal außen rum gelaufen. Hier gibt's... Kann ich irgendwas mit den Knochen hier machen? Nee. Nee. Okay. Schade. Noch mehr Gegner. Natürlich Diebe. Aber Claret ist schneller als Bandit Leader B. Okay. Wenn du meinst... Aua. Die machen ordentlich viel Schaden. Meine Fräsen. Und natürlich sind die beiden jetzt auch noch blind. Und guardet bei Sullivan. Aua. Macht tot. Aua. Hier Napalm. Aua. So, hier, den Bandit Leader müssten wir mittlerweile so langsam weghaben. Bitte. Claret ein bisschen aufgeheilt, wenn es auch nicht viel ist. Aua. Aua. Hört auf damit. Aufhören. Bandit Leader. So. Und einfach angreifen ist mir egal. Ich brauche eine Raststation. Ich brauche eine Raststation. Zack. Rasten können wir hier wahrscheinlich nicht. Hier gibt es einen Ausgang. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal schauen, was es da oben gibt. Nämlich einen Rubin. Und noch mehr Gegner. La. Erfahrung. Okay, dann greifen wir mal die... Cherry Jellies an. Wie kann man bloß so einen dämlichen Namen haben? Aber okay. Zack. Der. Warum greifst du schon wieder den falschen an? Das gibt's doch nicht. So, jetzt greifen natürlich wieder beide an. Weil hier irgendjemand zu dämlich ist, um nach rechts zu gehen. Aber okay. Den einen Cherry Jelly sollten wir eigentlich weghaben. Oh. Ich habe nicht gedacht, dass das Claret zu viel Schaden macht an dem Cherry Jelly. Aber okay, warum nicht? Claret hat auch fast wieder ein Level up erhalten. Super, gefällt mir. Hier noch ein paar Gegner. Zwei Snippers. Zwei Snippers. Napalm können wir natürlich hier nicht verwenden. Aber hier eine Regenerate. Können wir 200 Leben regenerieren. Und verlieren das auch gleich wieder. Super. So, du und den Snipper. Du den hier. Und du heilst nochmal schnell Sullivan. Tacke. Und der Snipper ist jetzt weg. Tada! Claret hat Level abgehalten, ist jetzt auch Level 16. Dann schauen wir mal raus, wo wir da ankommen.
In der Wüste, in Kaladuri Desert. Das gefällt mir nicht. Okay, da kann ich nicht raus. Okay. Ich habe gedacht, hier gibt es ganz, ganz viel Land, aber anscheinend ist das nicht so. Ist einfach da nach rechts und fertig. It's so pretty. Looks like a death trap, if you ask me. Also es schaut aus wie eine Todesfalle, aber es scheint nicht schlecht zu sein. Sie kann endlich den Himmel sehen und frische Luft atmen. In welche Richtung soll... nein, Quatsch, in welche Richtung... wir sollen ihm hinterher gehen. So. Du sollst vorgehen, dann geht mir hinterher. So. Aber er hat keinen blassen Schimmer, wo wir hingehen müssen. Wir müssen einfach des Shifting Sands folgen. Also den sich bewegenden Sanden. Oder wie auch immer der Plural von Sand ist. Ja. Das habe ich schon gemerkt. Wir laufen einfach in dieselbe Richtung wie, da, wie der Sand. Und sollten... die Werkstatt finden. Ah, I. Ja. Hier, Medical Herb. Was haben wir hier Schönes? Ein Potion. Das interessiert mich nicht so sonderlich. Crystal Water ist auch ganz schön. Der Branch of Life. Okay, gibt es hier oben noch irgendwas? Es gibt ganz viele Exits. Was war das nochmal? Da war irgendein Workshop. Dann schauen wir erstmal nach unten. Huch. Okay, ich ahne Schlimmes. Weil da kommen wir... Hä? Moment mal, wenn ich da unten reingehe, dann komme ich oben raus. Was passiert, wenn ich da nach rechts gehe? Dann komme ich hier raus. Okay. Ich verstehe das Ganze nicht. Und ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wo ich hin muss. Aber wenn es hier Gold gibt, dann warum nicht? Wir greifen uns wieder den Megafleiß an. Aber wir sind ja vollständig geheilt worden. Das ist schön, das ist toll. Die paar Gegner besiegen wir jetzt noch und dann hauen wir auch ab. Also mache ich Folge aus, fertig. Eigentlich hoffe ich, dass die Folge in meinem Urlaub rauskommt. Und wenn nicht, dann event nicht. Ihr habt ja auch nichts verpasst. Corvin hat Level 16 erreicht. Die Erfahrung möchte ich eigentlich gerne noch. Hier noch den Gegner. 4 Megafleiß. Bats, Bats. Bats und Bats. So, Claret wird dann wieder einen Napalm-Angriff machen, um alle zu treffen. Einer ist sogar schon weg. Super. Und ja, okay. Dann eben eine Runde. Zack. Und zack. Die Megaflies sind jetzt auch weg. Zack. So, gibt's da oben noch irgendwas? Es gibt ganz viel Sonne. Das gefällt mir nicht. Weil Sonne ist für einen Zocker jetzt auch nicht so toll. Was haben wir hier? Hühnerschlangenviecher. Im Englischen heißen die Snakebeak. Was auch immer Snakebeak heißen soll. Ich nenne das einfach jetzt Schlangenhühner. Weil Schlangenhühner schön sind. Zack. Zack. Und die Schlangenhühner sind weg. Ganz ehrlich, ich will jetzt schauen, was es damit auf sich hat. Ich muss immer da lang gehen, wo die Richtung sich dings. Okay, da komme ich wieder am Ausgang raus. Dann komme ich hier woanders raus. Was ist das schon wieder? Sealed by a magical barrier. Okay, das Ding ist geschlossen. Haha. Und hier nach oben müssten wir eigentlich. Aber was hat das mit diesem komischen Gebäude auf sich? Aber hier ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe.
eine Truhe und ganz viele Exits und Erfahrung. Okay, dann werde ich jetzt noch die Gegner, also den Gegner hier besiegen. Na, den Gegner hier besiegen. Was ist das schon wieder? Ein Cloud Reaver. Der ist relativ langsam, also macht er relativ viel Schaden, glaube ich. Und hier einen Napalm-Angriff, bitte. Okay, den haben wir weg. So sehen wir leider nicht mehr. Aua. Wie viel Schaden der wirklich macht? Oh, Claret ist tot. Das war so nicht geplant. Claret hat kein Level abbehalten, keine Erfahrung. Branch of Life. Das war natürlich genauso geplant. Ja, okay. Warum nicht? So. Und hier die Truhe aufgemacht möchte ich gerne noch. Was finden wir hier? Onion of Dexterity. Eine Zwiebel. Hier zwei Sellsword. Oder Sellsword. Sellsword klingt besser als Sellsword, aber okay. Wir halten nicht so viel aus. Wir konnten gar nicht mal angreifen, auch gut. Und jetzt haben wir auch gesehen, was passiert, wenn einer von unseren Leuten stirbt, nämlich gar nichts. Und ich möchte gern wissen, was es mit dem Gebäude am Anfang auf sich hat. Und den besiegen wir jetzt auch noch schnell, wenn er schon da ist. Cherry Jelly Snipper Cloud Reaver. Erst auf den Cloud Reaver. Hier können wir kein Napalm machen, schade. Hier auf den Cloud Reaver. Hier auch auf den Cloud Reaver. Natürlich überlebt er noch. Shockwave, aua. Das gefällt mir gar nicht. So, hier, der Cloud Reaver ist weg. Dann auf den Snipper. Weil der Snipper macht hier jetzt am meisten Schaden. Hier, Regenerate. Jetzt der Snipper. Jetzt der Jellyfish eigentlich. Warum sage ich immer Jellyfish? Das ist kein Jellyfish, Kurzi. Das ist kein Jellyfish. So, du den hier. Du auch den hier. Shaska gibt den Snipper den Rest. Und tschüss. So. Und ich glaube, dann laufe ich nochmal zurück und schaue, was es mit diesem Laden auf sich hat. Oder? Soll ich hier warten? Ich weiß es. Ich kenne den Weg nicht. Okay, auf jeden Fall. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mal wieder Überlänge. War ja klar. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer gilt, grüßli, euer Mr. Krutzi.